Podcast damit einen wohlig warmen Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Ranch Simulator. Was war das gerade? Ach, du bist aufgestanden. Ja, ich muss das Licht ausmachen. Strom sparen. Okay, deswegen habe ich so gesäuft, weil du das wieder die ganze Nacht hast anlassen. Hast anlassen, genau. Was machst du denn hier? Wenn die Hühner hier reinkommen, ist nicht so schlimm. Also wir haben eben noch so ein bisschen überlegt, wie wir das eventuell machen können. In der Hoffnung, dass das Fleisch noch da ist, wollen wir noch mal rüberfahren. Ach so, wieso steht der Benzinkanister hier noch? Ich stelle den mal hier an den Rand rein. Ich denke mal nicht, dass wir den jetzt groß brauchen zum Fahren. Ne? Wollen wir es noch mal probieren, weil wir haben ja das Fleisch zum Laden hingelegt. Du darfst gerne starten, Schatz. Mhm. Wir haben das Fleisch ja da, beziehungsweise an die Bushaltestelle haben wir es ja hingelegt. Und wir sind am Überlegen gewesen, ob wir das eventuell... Also ich hatte es mit reingenommen, glaube ich, auf den Tresen gelegt. Aber uns fiel dann im Nachhinein noch auf, dass da ja diese eine Ecke war, wo wir die Sachen nehmen. Und jetzt haben wir überlegt, ob wir die Sachen da vielleicht auch zurückgeben können. Ist eine gewagte These, wird wahrscheinlich auch nicht so sein. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Und aber irgendwie muss hier Sachen verkaufen können, sonst kannst du kein Geld verdienen. Also das muss hier irgendwie gehen. Aber da musst du theoretisch doch auch Holz und so verkaufen können, oder? Das hast du denn Holz im Inventar? Hast du was drin? Ja, ich habe das andere ja auch nicht im Inventar. Ich muss das ja reinschleppen. Das Problem ist nur, wir brauchen wahrscheinlich zwangsweise ein größeres Auto, nehme ich mal an. Also fürs Holz auf jeden Fall, weil das können wir, wenn, dann nur da drauf tun. Es ist noch da. Das Dehzeug möchte ich nie mehr essen. Das lag schon überall rum. Ach, wir tun einfach so, als ob wir das direkt frisch gebracht haben. Geh mal weg da. Dann geh du mal rein. Guten Tag, hier, wir haben... Och, da... Nee, ne? Da steht sogar... Guck mal. Wenn das jetzt funktioniert, ne? Fresse ich das Ding selber. Nee, ich sag das lieber nicht so laut. Ah, nee, warte mal, da muss ich hier rein. Es funktioniert. Guten Appetit. 24 kriegen wir jetzt dafür. Das ist natürlich jetzt nicht so viel. Aber okay, wir haben immerhin jetzt wieder 52. Ja. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt so ein bisschen hier die Wälder durchstreifen und mal gucken, ob wir hier Fleisch kriegen oder so, ne? Wahrscheinlich. Und hier, wenn du mal ein bisschen langsamer fährst und ich gucke dann nebenbei vielleicht. Haben wir hier irgendwo... Meinst du in der Nähe von der Ranch oder so? Sind da viele... Ja, ich meine, viele Bäume schon, aber... Also hier waren doch eben Rehe. Also wir waren doch ja, vorhin... Ja, genau. Fahr nicht zu schnell. Sonst sehen wir die nachher nicht. Ja, warte mal. Was ist das da hinten? Solange es kein Bär ist, ist mir alles egal. Kann ich das? Nee, kann ich jetzt nicht beim Auto fahren. Schade. Das ist also hier ist Wasser. Da könnte sein, dass es hier auch Tiere gibt. Wo geht's denn hier hin? Das stimmt, sonst lass uns mal eben aussteigen. Gewehr. Gut, das ist eher eine Pistole, aber... Moment, wo bist du jetzt? Da ist das Wasser. Man kann aber nicht... Nee, das ist nur Sprinten. Man kann nicht schleichen, ne? Dass man sich irgendwie an ein Tier ranschleicht oder so. Hier ist eine Wasserstelle. Hier müssen Tiere sein. Kommt hier allesamt, kommt hier. Wenn es keine Bären sind, natürlich nur. Weil, wie gesagt, ich habe irgendwie mal gehört oder gesehen, dass hier wohl auch Bären drin sind. Ach so, in einem Trailer war das drin, genau. Hier ist eine wunderschöne Wiese. Ich finde das Auto gleich nicht mehr. Da ist ein Reh. Hier irgendwo war das Auto. Wo bist denn du? Hä? Du warst doch gerade noch bei mir. Hallo? Da unten? Ja, toll, da lief ich doch gerade hin. Oh. Ja, nicht wahllos draufschießen. Was machst du denn? Ich schieß doch gar nicht. Man haut ab einfach. Ja, dann bleib doch mal stehen. Das sind zwei Rehe. Wieso muss ich jetzt nachladen? Komisch. Da muss ich bestimmt langsam... Ach, nein, was? Da sind zwei Bären. Oh, fuck. Oh. Die jagen, glaube ich, gerade die Rehe. Ja. Guten Hunger. Das sind drei Bären sogar. Ach, du Scheiße. Gut, mit drei Bären, bin ich ganz ehrlich, will ich mich nicht unbedingt anlegen. Einen würde ich jetzt vielleicht nur mal ausprobieren, aber mit drei, das ist...
Ja. Das finde ich hier natürlich auch nichts. Warte mal, hier ist was. Wo bist denn du? Du bist doch gerade noch hier rumgesprungen. Na komm. Nein, da oben ist auch ein Bär. Fuck. Sind hier nur Bären überall? Jetzt sind das zwei Bären hier. Ach du Scheiße. Und ich bin hier mittendrin. Oh fuck. Oh fuck. Ich glaube, das mit dem Jagen lassen wir erstmal. Versuchen erstmal, ob wir irgendwie Bretter verkaufen können oder so. Schatz, was sagst du dazu? Ja, ich weiß nicht. Hier hinten sind die drei Bären, die. Ich weiß nicht, wo die hinrennen. Die Ja, rennen und da hier oben vorne rum. sind nochmal mindestens zwei. Aber da waren eben übrigens vier Bären, nur mal so am Rande. Oh, ich mich gerade erschrocken. Eieiei. Jetzt verstehe ich auch, warum die wie wild geworden hier immer über die Straße rüber hüpfen, die Rehe. Wenn da so viele Bären drin sind. Kein Reh hier ohne Bär finden, oder wie? Es sei denn, du läufst gerade auf der Straße rum Ich habe einen anscheinend. Bären. Erledigt oder gefunden? Oder hat er Nee, dich erledigt. gefunden? Aber ich kann ihn nicht zerlegen. Wie kann ich den mitnehmen? Mit E. Ich habe ihn gehäutet. Ja, genau, das war das. Hier ist Fleisch. Komm mal bitte schnell. Ich kann nur eins Ja, nehmen, ich bin oder? ungefähr, glaube ich, in deine Richtung. Richtung Wasser irgendwie, ne? Oh, hier sind noch andere. Komm schnell. Bevor die Bären wieder kommen. Die sind hier am Jagen Hallo, noch. wieso laufe ich nicht mehr? Es wäre übrigens einfacher, wenn du mir sagst, Südwesten oder... Da wo du. Ja, du bist 18 Meter von mir. Nee, das ist die Markierung. Nein, bleib stehen! Oh Mann, ich habe einen Hirsch getroffen einmal und jetzt hüpft er Jetzt fröhlich komm weg. schnell. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, hier hinten siehst du mich auf der Karte. Der ist tot! Der ist tot! Hä? Du bist bei mir in der Nähe. Ach so. Hier. Da! Links ist ein toter Hirsch. Hier, das sind die Fleisch hier oben drauf, Hast du ne? gehört? Ich kann das. Ach so, ich kann das deswegen nicht nehmen. Hast du gehört? Links ist ein toter Hirsch. Also in die Richtung, nach Süden. Nee, es war eigentlich ein bisschen mehr nach Südosten, glaube ich immer. Ich fahre mal mit dem Auto jetzt hier hin. Auto denn jetzt? Das Wasserloch habe ich erreicht. Da oben. Wo ist denn da oben? Da. Boah, habe ich eine ziemlich gute Markierung gemacht. Ja, wenn du da hinfährst, dann versuche ich mal eben den Hirsch da wieder zu finden. Was war das? Scheiße. Aua. Wenn du da bist und du richtig bist, dann müsste hier irgendwo der Hirsch liegen. Glaube ich, hoffe ich. Frage ist, wie weit war der weg? Und laufe ich gerade, da ist schon wieder die Straße. Und die nächste Frage, laufe ich gerade daran vorbei?
Ich wusste, ich hätte nicht zu dir gehen sollen. Mann. Dann hätte ich das eben markieren können. Ja, das war weiter links, meine ich. Aber ich weiß nicht genau, wo der hingelaufen ist. Boah, ist das schlimm hier. Toll. Aber du bist aus einer anderen Richtung. Du bist aus einer anderen Richtung gekommen eben. Meine Patronen sind weg, das Tier ist weg. Alles nur, weil du die ganze Zeit im Drängen warst, dass ich zu dir rennen soll. Dann sag ich mal. Da ist Süden. Irgendwie in die Richtung. Oder da Richtung Osten. Ja, komm mal mit. Ja, du kannst da doch gar nicht so richtig durchfahren. Das Problem ist, es war noch mitten in den Bäumen, das weiß ich noch. Da ist der umgefallen, aber relativ am Ende, meine ich. Oh, das gibt's nicht, ey. Kann das sein, dass die Bären den gefressen haben? Ja, ich hoffe nicht. Da hinten. Ist doch was weiter weg gewesen. Siehst du mich? Ja. Wir haben keinen Platz mehr. Nein, ist nicht euer Ernst jetzt. Da war gerade was, da. Die ganze Zeit das Gefühl, da hinten hat sich was bewegt. Passt nicht mehr rein. Wieso hast du das reingemacht? Ja, soll ich mal versuchen, oder? Ja, probier du. Ich bin sitz im Auto. Ansonsten legen wir es auf die Straße, in der Hoffnung, dass da kein Pferd dran geht. Ja, kann man die anderen vielleicht ein bisschen anders platzieren? Die sind so breit, da ist so viel Platz dazwischen. Ja, den kleinen hier, den hast du da reingemacht, nicht ich. Hey, nimm, Mann! Ah, ah, komm. Perfekt. Da liegt nichts mehr, ne? Nee. Oh, so, warte mal, da ist zum Laden. Zum Laden fahren, oder was? Ja, zum Laden. Fahr endlich, du blödes Ding hier. Boah, war das jetzt eine Katastrophe hier. Aber das ist dafür, dass du eigentlich so wenig dafür bekommst. Und du musst ja zwischendurch dann auch noch Futter für deine Tiere holen. Das ist ja auch nicht gerade günstig, ne? Ja. Das ist schon heftig. Können wir wahrscheinlich auch nur so viel dann wieder verkaufen, wie wir hier Platz haben, nehme ich mal an. Aber das... Oh, jetzt komme ich hier nicht raus. Geh weg. Was war das gerade? Ich wollte da drüber springen, ging aber nicht. Flugtechnische Fähigkeiten hier. Nein. Doch, geh weg. Scheiße. Geh weg. Los. Mann, ich hänge. Nein, das sagt jetzt nichts zu. Ja, ja. Das war jetzt schon grad, das war jetzt gerade so eine Steilvorlage. Ja, ja. Geh endlich. So, warte mal. Da, ich klaue das Fleisch. Nein. So. Das haben wir jetzt zwei Tiere erledigt. Ein Bär und Dings. Was haben wir denn hier drin? 245 kriegen wir. Okay. Nee. Doch. Das heißt, ja, toll, jetzt hast du. Ja, hab ich doch. 297 ja. Haben wir dann jetzt. Was können wir denn jetzt bauen? Also wie viel haben wir denn überhaupt? Guck mal eben. Ja, 297. Insgesamt wir theoretisch. Haben wir. Nein. Doch. 297. Das, wir haben doch nur ein Budget, oder nicht? Ja, ja. Ja, aber was die Frage ist, was machen wir jetzt? Also, entweder
sparen wir das und wollen uns, aber dann brauchen wir halt auch was, wo wir das Schwein reintun können. Das ist natürlich das Problem. Ja, aber Schweine sind wahrscheinlich teuer erstmal, ne? Da müssen wir einen Stall haben, müssen alles bauen. Dann gucken wir mal, was wir erstmal fürs Bauen bezahlen müssen noch. Ja, ungefähr so viel wie fürs Schwein selber, glaube ich. Och, jetzt wird das nicht schon wieder dunkel, oder? Ey, wir haben noch fast noch gar nicht gespielt. Ja, das ist das Auto. Da. Hier. Ach, da unten. Also, ich wäre eigentlich schon fast dafür, dass wir erstmal so ein bisschen offline vielleicht ein bisschen Geld besorgen. Und, weißt du, so ein bisschen jagen gehen oder vielleicht auch mal gucken. Also gleich mal eben gucken, ob wir nicht das Holz... Konntest du das wirklich grün da reinlegen oder konntest du das nur so obendrauf ablegen? Nur ablegen. Ja, dann wird das doch immer rausfallen, ne? Das ist das Problem. Warte mal. Ah, stopp. Geh nochmal zurück zu dem Laden. Ich weiß, warum? Wenn wir da Bäume fällen, können wir die da nicht wegtun? Nein, wir machen das jetzt nicht. Warum nicht? Oder weil der hatte kein... Oder musst du wirklich Holz verkaufen? Das weiß ich. Denk mal, du musst die Bretter verkaufen dann richtig. Mit der Holzmühle machen. Das. Aber dafür bräuchten wir ein Auto, ein anderes. Ja, das ist so scheiße. Ja, deswegen sag ich ja. Was wir machen können, ist halt erstmal sparen. Also ein bisschen was behalten. Fürs Fressen. Junge, fahr. Ja, fahr nicht vor die nächsten. Warte mal. Du, ein bisschen was behalten fürs Fressen, für die Tiere. Warte mal, ich fahr mal eben zum Anhänger, ob ich den anhängen kann. Vielleicht geht das ja doch, aber der hat keine Anhängerkupplung hier, das Ding. Wird auch nicht angezeigt, wie viel wir jetzt noch da drin haben. Ja, ich sehe jetzt auch nicht mehr wirklich viel. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist unheimlich scheiße gemacht, dass das so schnell der Tag vorbei ist. Weil du kannst ja gar nichts machen. Wir sind jetzt rübergefahren. Ich meine, es ist ein schönes Gewitter, ja. Wir sind jetzt rübergefahren. Wir haben jetzt kurzes Fleisch vorher gemacht. Das ging ja noch relativ zügig. Sind rübergefahren, haben es abgeliefert, sind zurückgefahren und beim Zurückfahren, eigentlich schon fast bevor wir zurückgefahren sind, ist es jetzt schon so dunkel geworden letztendlich. Ne? Das ist halt also das, hier, was mich richtig nervt hier. Also für den brauche ich ein ganz anderes Fahrzeug, das geht nicht. Ja, was halt eben auch komisch ist, wir haben Geld bekommen, nachdem wir das Haus abgerissen hatten und jetzt haben wir keins bekommen, nachdem wir den ganzen Kram hinten abgerissen hatten. Ja, weil das vorher noch eine Quest war. Da denke ich mal, das denke ich einfach mal. Das kann... Na gut, da steht nur... Ah ja, ja, ja. Füttere das Huhn, da haben wir $100 für bekommen und so. Ja. Ja. Boah, ist das hier dunkel, ey. Das stimmt, aber wir haben nur fürs Füttern. Und 600, weil wir das Haus abgerissen haben. Und dann nochmal 1000, weil wir das neue Haus gebaut haben. Ja. Das ist scheiße, muss man ganz ehrlich so sagen. Was ist jetzt? Bist du rausgegangen? Ich bin am Schlafen, aber du Ach, willst da ja... Oben. Aber wir müssen jetzt auch raus. Tja. Ja, ich würde sagen, ich spreche da gleich auch nochmal mit dir drüber, was ich sagen wollte. Dass wir dann erstmal hier den Tag beenden. Das ist jetzt alles irgendwie ein bisschen blöd. Wie gesagt, also was ich doof finde, ist, dass der Tag immer so kurz ist, dass du nicht wirklich was machen kannst. Und wir müssen echt gucken, dass wir was finden, wie wir Geld kriegen. Also ich denke, dass wir wahrscheinlich jetzt erstmal offline ein bisschen gucken werden, dass wir Geld besorgen. Sei es jetzt durch Tiere töten oder sonst was und das Fleisch verkaufen. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge hoffentlich mit mehr Wissen wiedersehen und auch mit ein bisschen mehr Geld. Bis dann. Bis dann. Ciao.